Einen wunderschönen Dienstagmittag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist eine neue Folge LS19 ABB Team Challenge auf der Dörnrot zusammen mit dem wundervollen Martin. Grüß Gott. Wenn ich ihn sehe, auch das. Moin. Na? 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 Süßer, du auch hier? Was? Du hast einen Ohrwurm, kann das sein? Ah, es ist schlimm, Alter. Heute ein paar Mal hast du nicht gehört, ich hab voll den Ohrwurm. Ja. Das ist zum Kotzen. Oh, das leckt aber. So ein bisschen, ja. So, ich lass dir mal den Trigger hier stehen. Jep, sehr gut. Und weiter geht's. Juhu. Ihr Lieben, nochmal so eine kleine Anekdote zum lieben Don. Woher er kommt, beziehungsweise, ja, woher ich ihn kennengelernt habe. Und zwar, ich habe ja das auch schon mal gestreamt, das GTA 5 RP. Und, da ist der liebe Don bei der örtlichen Tuning-Werkstatt aktiv. Und ja, der war mal beim Martin im Stream unterwegs. Da hat Martin aktuell gerade nämlich den LS22 gestreamt. Und da war dann liebe Don auch dabei. Dann kamen die beiden so ins Gespräch. Dann hat Martin so ein bisschen Werbung für uns gemacht. Und dann kam sozusagen der berühmt-berüchtigte Bewerbungsgespräch mit mir. Ja, und seitdem ist er dann im Team drin sozusagen. Deswegen... Erst hatte er, glaube ich, nur den 19er gehabt und hat halt auch erzählt, dass er sich extra für den 19er ein Lenkrad gekauft hatte und das hat wohl nicht irgendwie funktioniert und gar nichts und er war ja sowieso alleine, also war das sozusagen rausgeschmissenes Geld für in seinen Augen und da haben wir ihn dann sozusagen mit ins Team aufgenommen. Jetzt kann er sein Lenkrad wieder nutzen. Und er hat sich sogar extra schon den 22er geholt. Also sprich, ihr werdet ihn dann auch in den 22er hören. Und er hat sich extra für den Aufnahmeabend, also wir streamen ja, beziehungsweise ist ja Freitag, wo wir aktuell aufnehmen, hat er sich sogar zeitfrei geschaufelt, nur damit er extra bei der Aufnahme dabei sein kann. Finde ich schon mal cool. Und zeigt mir natürlich auch, dass dann wieder auch neue Leute richtig Bock drauf haben, mit einem zu spielen oder mit einem Team zu spielen. Und normalerweise, das habe ich ihm auch klipp und klar gesagt, habe ich ihm nämlich zugesagt. Ich sage, mein lieber Don, eigentlich habe ich gesagt, das Team ist komplett, das Team ist voll. Ich werde keine neuen Leute aufnehmen. Aber, jetzt kam dieses große Aber, ihr kennt das ja alle, ne? Wenn man so spricht, habe ich gesagt, bei dir mache ich eine Ausnahme. Also sehe es als Chance, habe ich zu ihm gesagt. Und es war dann so als Spaß gemeint so ein bisschen. Und deswegen ist er dann jetzt... Hast du mal den Chef raushängen lassen, ja? Genau, habe ich mal den Chef raushängen lassen so ein bisschen. Und deswegen ist er jetzt so offiziell das 13. Mitglied in unserem Team. Aber jetzt ist wirklich Feierabend. 13 Leute reicht. Ja. So sieht's aus, der liebe Don. Wir wissen auch seinen echten Namen, den hasst er aber wie die Pest, deswegen sagen wir ihn nicht. Das ist ja wie beim Eggy. Wollte ich gerade sagen. Da weiß ich auch den echten Namen, sage ihn aber nicht. Das möchte er auch einfach nicht. Nö, das wird mehr als respektiert und dann richtig, ist gut. Richtig, so sieht's aus. So sieht es aus, so. Alle alt genug. Richtig. Ich meine, ist ja bei mir nicht anders. Ne? Bei Twitch stelle ich mich als Diamond Control vor, auch wenn die Leute wissen, dass ich Mark heiße. Aber ist halt so. Ja, und einige haben schon gefragt, ich habe es gelesen. Wann es mit dem BG-Projekt weitergeht, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ihr könnt es selber nachverfolgen, was da gerade so beim Team BG los ist. Auf YouTube. Also von daher... dürft ihr mich nicht fragen, müsst ihr den Chef fragen.
nicht mich. Was sagt Maschira denn? Ja, genau. Was sagt Maschira? Ja, der sagt keine Zeit. Oder Paul. Ja, genau. Ja, deswegen, wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen, keine Ahnung. Ihr werdet es dann erfahren und sehen und hören, wenn dann so Team ABB oder Team Rolling Run oder Team Chaos wieder mit von der Partie sind. Apropos Team Chaos, der geht mir im Moment auch auf den Sack, Alter. Wie, hat Uwe Langeweile oder was? Oh, er will wieder eine Challenge machen, Junge. Der blutgeleckt, der Junge. Ja, ja. Nee. Erstmal gar nichts. Im Moment muss ich ja so ein bisschen lachen über ihn, wie er versucht, krampfhaft Satisfactory zu spielen. Das wird bei mir genauso in die Hose gehen, glaub mal. Das würde ich mit Anlauf versenken, das Spiel. Das sieht so lustig aus, ey, wie er versucht, krampfhaft das zu spielen, ey. Das ist so geil. Schöne Grüße an dieser Stelle, mein Junge. Das ist total geil, ey. Das würde ich auch so verkacken, ohne Witz, echt. Also, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch zu blöde für, glaube ich. Aber die ganze Materie, das ist ja so ein komplexes Ding, ist das. Das ist so. Das da würde ich komplett vor die Wand fahren. Da musst du wirklich Gehirnschmalz für anwenden noch, so ein bisschen. Ja, vor allem, wenn du die Tutorials nicht machst, sondern dich da blind durchfuchsen willst, geht das sowieso in die Buchse. Richtig, so sieht's aus. Ja, du musst ja das komplette Hintergrundwissen da, was du brauchst, für was, das musst du ja alles erstmal rausfinden. Richtig. Aber mein Lieber, wir zwei haben da ja auch noch eine Rechnung offen, ne? Ja, ne, ich sage nur Anno 1800. Ich weiß. Ich warte immer noch drauf. Ja, müssen wir auch mal wieder. Aber selbst da bin ich ja zu blöde zu. Ja, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr. Weil jedes Mal, wenn ich damit angefangen bin, oder du warst ja auch mal dabei, es lief eine ganze Zeit Bombe und dann irgendwann schlagartig, Bums, Bankrott. Ja, richtig. Und selbst da, selbst wenn du mal drüber geguckt hattest, musstest du richtig gucken, wo die Fehler waren und teilweise waren sie ja nicht zu finden. Ja. Ist so. Ja, so sieht das aus. Naja. Wir müssen demnächst noch ein paar Fun-Zeiten einlegen. Ist so. Ein bisschen Golf spielen. Jo, ich hab mir schon Marbles on Stream geholt. Okay. Ja, also ich bin mal gespannt. Das ist bestimmt lustig. Ich hab's ja schon bei anderen Streamern gesehen, wie die das machen. Ja. Also es ist echt funny. Okay, das kenne ich gar nicht, das sagt mir gerade gar nichts. Kannst du halt mit Zuschauern spielen, dann haben die halt eine Murmel und das ist eigentlich so Wettrennen in der Murmelbahn. Ist total lustig. Ah, das ist dann hier, was Miri auch macht. Naja, genau. Die, oder Studi hat das auch schon mal gemacht, das habe ich auch schon mal bei ihm gesehen. Ja, wo du dann einfach in den Chat schreibst und dann ausrufst sein Play und dann bist du dabei. Ja, genau. Das ist ja hier von Miri. Miri ist ja unsere Murmelkönigin da. Ja. Das ist so funny, ich habe gesagt, das muss ich jetzt unbedingt haben, ey. Aber da musst du dich auch erstmal reinfuchsen mit den ganzen Maps und die Punkte wiedergeben und. Das ist auch ganz schön komplex, das Ding. Ich bin da auch noch dabei aktuell, mich da reinzufuchsen. Also das dauert noch ein bisschen, ihr Lieben, bis das kommt. Aber es wird kommen, ich habe da Bock drauf. Ja, Golf spielen hier, Minigolf, das müssen wir auch noch machen. Habe ich mir auch schon geholt. Sehr geil. Können wir dann demnächst auch mal starten. So, hier aber, hör mal, jetzt mal so gerade, ich meine, wir hatten ja am Freitag dieses Sitzungsgespräch im RP. Was hast du damit gemeint, wo ich sagte, ich weiß dann, um 2 Uhr schlafe ich und du sagtest, nee, ich glaube nicht. Ja, den wollen wir dann mal sehen, ne? Achso. Achso. Vor allen Dingen, da fragst du dann am Dienstag nach, was am Freitag dann, merkst du was? Knaller. Ach, die Zuschauer wissen doch, was los ist. Die Nacht ist noch jung, wer weiß, was wir heute noch anstellen. Ja, ist so. Yo, so sieht's. Hallo. Lässt du die Seemaschine um? Sag mal, ich glaube, bei dir hackt's.
Wo ist eigentlich das Gewicht von der Sämaschine, von dem Unimog hin? Wie, welches Gewicht? Hat er hinten keins mehr drauf? Nee. Das ist schlecht. Wo ist das? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Das war eigentlich angegurtet. Ich kann mal gucken, irgendwo liegt's. Bestimmt. Und das gehört ja nicht zum DLC. Also das dürfte nicht einfach unsichtbar werden. Das gehört ja zu dem Unimog selber. Richtig. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich es abgegurtet hätte. Theoretisch. Na, kriege ich die Spur komplett? Nein. Wie? Und? Habt ihr fleißig Kekse gebacken? Nein. Nein? Was ist denn bei euch los? Nein. Meine Frau hat ganz viele verschiedene gemacht. Eins leckerer als der andere. Okay. Naja, sie... Weißt du, ich sage mal zu ihr, mach doch mal nur so ein, zwei Dinger, ne? Also verschiedene Sorten, das reicht vollkommen. Nein! Das müssen Auswahl sein. Ich sag, yo. Ich habe gerade eine private Nachricht gekriegt. So was bekommst du auch? Ja, vom Sören. Oh, was passiert? Er braucht mal 5 Minuten Pause. Hat er gesagt, nach der Folge. Oh. Ich hab dein Gewicht gefunden. Echt? Ja. Yep. Okay. Das liegt hier mitten auf der Straße. Hä? Wie geht das? Keine Ahnung. Das ist ja auch geil. Es liegt hier mitten auf der Straße. So, der Anhänger ist auch wieder voll und ich habe noch 49 Liter im Tank. Diese 49 Liter werde ich jetzt auf dem Feld ausladen, ne? Jo. Weil dann kann ich das nächste Feld direkt starten mit Ernten. Jo. Ich fahre gleich den Anhänger weg. Jo, jetzt machen wir den Run Hafer. Und allzu weiter. Ah, ich habe mir schon überlegt, dass, also wenn wir dann Finale machen hier von der Dürrenrot, dann sehen wir mal zu, dass von jedem Team einer streamt. Vielleicht mache ich das dann so, dass du zu Eggy gehst und streamst, weil bei dem im Team ist ja keiner, der streamen kann. Romy nicht, er nicht. Das war dann sozusagen das grande Finale. Live als Multistream dann, oder was? Richtig, genau, live als Multistream. Sören kommt dann zu mir. Oder Romy, je nachdem. Oder Eggy. Ne, Eggy nicht, Romy. Wem hast denn du Melu, der streamen kann? Obwohl, LU ist ja in dem Sinne eigentlich eh außen vor. Richtig. Die spielen ja in der Wertung keine Rolle. Richtig, so sieht's aus. Und da wär's dann nur Don. Jetzt. Ja, Don präsentiert gerade das LU, genau. Ja, Don präsentiert gerade das LU. Könnt ihr auch auf Twitch live verfolgen? Kanal musst du sagen, den weiß ich nicht. Ja, Sekunde, ich muss eben nachschauen, weil er hat ja fürs Spielen einen extra. Das ist Casa de Sherry. Genau. Ich schreibe das jetzt einfach mal ganz kurz in den Chat. Dann kann jeder das lesen. Könnt ihr eben Pause machen und dann... Genau, könnt ihr auch mal bei ihm vorbeischauen. Dann könnt ihr da bei Twitch, das ist sein Spielekanal und... Mal gucken, wann er gleich so, was? Was ist passiert? Was? Genau. Ja, warte mal, ich werde da jetzt, wo ich dabei bin, dann kann ich ja bei mir auch gleich mal eben schnell ein SO raushauen. Genau. Zack. Genau. Funktioniert. So ihr Lieben, dann würde ich einfach mal sagen, war es das schon wieder für heute. Ich werde es morgen nochmal posten. Und ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Und ja, bis morgen dann. Tschüssi. Ciao, ciao.